Altmar HD. Toll. Willkommen zu Gates of Hell. Wir spielen die Content Update 5 Kampagne. Und ja, los geht's. Ich muss mir mal angewöhnen, hier nicht auf Koop zu drücken. So, Kampagne auswählen. Wir greifen an. Ein Angriff, einmal verteidigen, einen Angriff und dann ist vorbei schon. Aber keine Sorge, es geht da direkt weiter. So, Flugzeuge. Airfield. Eine Stärke. Wie gesagt, es wäre geil, wenn es immer 3 Sterne wären. Immer. Auf ins Abenteuer. Bis gleich. Falls ich nicht schneide, dann ist eine stille Ladezeit. Da geht das Licht auf. Wunderschön. So, dann los geht's. Warte, eine Sekunde. Ich muss mal ganz kurz was machen. Okay, so, los geht's. Wir holen rein, wir greifen an. Oh Gott sei Dank, die beiden Punkte. Das ist eine coole Karte, aber Gott sei Dank sind die beiden Punkte hier. Wir können also das ziemlich gut überschauen, wenn wir hier reingehen. Das ist für die auf jeden Fall sehr schlecht. Aber wir fangen einfach mal bei 1 und 2 an und gut ist. Wir gucken einfach mal. So. Da ist das Schätzelein. Das andere Schätzelein. Es ist jetzt sehr stationär. Und ich habe auch den Minenleger dabei, was total dämlich ist. Ich überlege gerade. Also, ich werde mal die Infanterie vielleicht hier platzieren. An der Flanke. Oder? Kann ich hier hin tun? Oh, das geht auch. So, also ein bisschen dahin. Ein bisschen dahin. Ein bisschen hierhin. Panzer einsatzbereit. Die 8-8 würde wahrscheinlich, ja, sowieso hier ziemlich gut stehen. Da müsste den A-Punkt überschatten. Kann. Ach du Scheiße. Ach so, ich hab mich gerade erschrocken. Halt! Das ist zu nah! Schnell aussteigen, schnell aussteigen! Dumme Idee, dumme Idee! Kein Problem, kein Problem! Komm schon, geh leer, geh leer. Kann nicht sein. Okay, 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 kein Problem. Das nächste Fahrzeug. Legst aber auch echt drauf an, ne? Ich brauche mal ein bisschen Sicht hier. Feuer bereit. Gott sei Dank geht das jetzt. Was schießt denn da? Das ist ein Sherman, ich werd verrückt. Ich will mal hier hin, dass er die Straße deckt. Das geht gar nicht. Wo kommt der denn her? Falscher Panzer! Schutzfeld verlagern!
Sehr gut, die kommen da rein. Beide. Wo kommt der denn her? Wo ist der Schirm? Der ist weggefahren. Wo soll das Ding hin? Okay. Okay, okay. Kein Problem. Wir brauchen die andere Infanterie jetzt. Die ist am Spawn. Da sind sie. Puh. Das Maximum? Ach, da sind noch alle da. Ich dachte, die wären alle tot. Ich meine, jetzt noch mehr Sicht. Das ist das Geilste. Also, Alter, das Ding ist aber auch ein Laser, ne? So punktgenau. Warum schreien die denn Panzer? Das ist doch gar nichts. Also die Lautstärke ist für mich genau richtig. Das hört sich genau richtig an. Okay. Jetzt fahren wir mal ganz kurz dahin. Zum Auftanken. Und dann nehmen wir direkt die 8-8 irgendwie hier hin. Ne, warte, ich überlege gerade. Schwer zu sagen. Feindbeschuss! Keine Munition sparen. Das finde ich sehr gut. Löblich, löblich. Ja. Los. Rein da. Ja. Da 2 MG42. Oh, scheiße. Nein, wir haben einen Brandenburger Verlust. Was war das? War das eine Handgranate? Oder war das ein eigener? Die schießen ja auch mittlerweile mit Panzerfäusten auf Stellungen und so. Die sind total abgefahren. Da schon wieder. War das eine Mine? Was? Ist das wahrscheinlich er hier? Was ist denn da los? Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Flammenwerfer schleißt sich an! Meine Güte! So, jetzt müssen wir auf die Kreuzung hier. Das sieht natürlich nicht so toll aus. Ja, wohin mit dem Ding? Warte, jetzt kommen sie mit dem Schirm, ne? Also. Panzer erwartet ihre Befehle. Wo sollen wir mit dem Teil hin? Artillerie. En avant. Der Mörser kann auch mal mit. Ist ja wohl ein Opfer hier. BA-10. Ne, BT Dingens mit Stummel. Nee, nicht gut. Ja, da brennt immer noch alles ab jetzt. Da schicken wir jetzt einen Bomber drauf. Scheiß auf den Mörser, der muss weg. Verliere ich hier alle Infanteristen. Sehr schön.
Er ist kaputt. Da ist der Schirm. So. Oh. Jetzt kann ich... Jetzt müssen wir das erstmal... Ach du Scheiße. Das schaffen wir so nicht. Er deckt auf jeden Fall das hier. Das U-76 ist das. Den müsste eigentlich kriegen. Komm schon. Okay, es wird nichts. Okay, die Stellung ist gut, aber sobald die im Tal sind, sehe ich nichts mehr. Okay, jetzt kommt der Schirm, Gott sei Dank. Also mit 50 Kilometer. Oh Gott. Auf deine Munition zu wechseln, du Lappen. Oh nein. Du schaffst das, du schaffst das. Ich glaube an dich. Wir haben getroffen, aber... Wir schaffen das, wir schaffen das. Und hier sind die ganz nah. Können wir den sehen? Okay, wir haben ein Problem. Das schaffen wir. Seitlich kriegen wir den. Schießt nicht drauf. Bam! Das gibt's doch nicht. Ist das ein Jumbo? Nein, ist ein Early. Ein Early Bird. Geht doch. Okay, das war's. Gut. Der Mörser steht noch. Ja. Wir wollen es wissen, oder? Aber wir müssen es auch wissen. Können, wollen. Wir brauchen die Artillerie jetzt hier, um den Punkt da einzuebnen. Nur noch, das sind bestimmt nur Maxims. Ich glaube nicht, dass da irgendwas anderes ist. Kam sogar ein Motorrad. Die Verstärkung für den zweiten Punkt. Jetzt holen wir mal die alle für den Einsatz da hinten. Holt den Volkssturm. Wir sind kein Volkssturm, wir sind Hilfspersonal. Das ist das Gleiche. Ein Himmel für ein paar Raketenwerfer. Das ist ein Mörser, ich fasse es nicht. Da war ein Mörser, ich fasse es.
Komm, der kann nicht so weit schießen wie wir. Scheiße, er hat den kleinen Puma getroffen. Schon wieder. Können wir mal reparieren. Mal wieder. Ach, für einen Angriff sind wir schon tatsächlich... Wir sind gut aufgestellt, aber... Wir werden jetzt mal das zum Vorrücken benutzen. Werden jetzt hier bestimmt auch damit aufgerieben. Das ist ein Valentine. BT-7. Natürlich super Sache, super Sache. Oh, sehr schön. Nein, doppelt. Ach, das ist. Das ist 3 auch. Oh Mann. Ich habe noch genug Leute. Es sieht nur danach aus, als wenn ich wenig hätte. Ich muss das Ding jetzt da evakuieren unbedingt. Los! Komm, mach das Ding jetzt mal da hinten weg. Das schießt schon die ganze Zeit hier hin. Jetzt den da. Ich glaube, wenn wir die 8 verlieren, dann haben wir ein Problem. Also das ist eine gute Stellung hier auf jeden Fall. Da kann man nicht maulen. Die Mörser müssen wir jetzt auch hier hinstellen. Boah, Munition hier, das ist das Problem. So unübersichtlich die Map, sonst habe ich nicht, keine Ruhe. Ja, wohin mit dem Ding? Und der Reifen vorne ist platt. So, schnell. So, sehr gut. Mit Munition kann man ja auch Sachen kaputt machen. Das reicht leider nicht. Na gut. Geht auch. Aber einfach Feuer frei. Nein, der Dieterwagen wurde ausgeknipst. Das Maxim können wir leider nicht bewegen, da brauchen wir auch noch mal einen. Ganz bescheuerten Minenleger. Bin ich froh, wenn wir die los sind. So, jetzt gehen wir mal hier hin.
jetzt haben wir's. Da machst du nix, ne? Oh, scheiße. Ich hab keine Medics hier. Schon wieder irgendwas kaputt, ne? Ich hasse Waldkarten. Nichts, Seekarten sind das für mich. Wir machen das, was man nicht machen sollte. Nächster Freundchen, Granate werfen, ja, ja. Okay, das wird eingenommen. Oh. Ein Klacks. Ein Klacks. Bin ich in Panik geraten? Nein, keine Sekunde. Ein Kinderspiel. So viel zum Thema, die Map ist Knaller. Ja, wenn ich bis zur Anhöhe gegangen wäre, dann ja. Ich hätte hier das einnehmen müssen. Dieses Feld am besten. Obwohl, das Problem ist halt, hier sind so viele Häuser. Man muss echt... Eigentlich wäre hier am besten gewesen, irgendwie. Von hier hat man nämlich Blick über beide Seiten. Aber man darf nicht so gierig sein. Also ich hätte hier die 8-8 hinstellen müssen. Dann wäre gut gewesen. So, jetzt haben wir alles. Jetzt müssen wir warten, bis es vorbei ist. Können wir die wiederbeleben? Gucken, ob die so lange überleben. Wenigstens für die XP noch gut. Und, ich weiß nicht, den BT. Eigentlich, wir sind reich. Ich meine, rein theoretisch müsste alles okay sein. Es sind ja nur noch so ein paar Missionen. Jetzt lohnt sich der Survival ja nicht mehr so. Der Survival! Ah, ist vorbei. Okay, schließen. Sehr schön. Wieder so eine kurze Mission. Was ist denn einmal los? Wir nähern uns doch dem Finale. Na, ist ja eh nur so ein reingeschnuppert hier für das Update. Gut, die nächste Mission wäre eine Verteidigung zweier Flugplatz. Krass, und dann sind wir schon bei der letzten. Gut, Leute, dann bis zur nächsten Folge. Verteidigen und dann noch der Finalangriff. Ist das dann das erste Mal, dass wir eine Kampagne quasi mit dem HQ beenden? Vorher haben wir immer so aufgehört. Aber das wird bei dem Ami-Ding auf jeden Fall bis zum Schluss gemacht. So, ja, dann bis zur nächsten Folge, liebe Leute. Ihr seid die Besten. Bis dahin, wie immer. Haut rein. Thank you.